Willkommen zu Folge 36 von Let's Play The Moment of Silence und wir sind immer noch im Gefängnis für Schwerverbrecher, Terroristen und anderen Abschaum oder so ähnlich. Ja, wir haben hier mit wem auch immer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas so gesprochen. Das wird wohl nicht so lustig hier für uns. Auch der Wärter scheint ein Opfer zu sein, aber mal sehen. Erzählst du mir etwas von dir? Was soll das werden? Willst du mich heiraten oder was? Na komm schon, wir werden es ja einige Zeit hier zusammen aushalten müssen. Wie lange bist du schon hier? Seit 3,5 Jahren. Autsch. Ich war erst im Trakt 17, aber von da haben sie mich schon nach 3 Wochen wieder wegverlegt. Wieso? Ach, kleine Meinungsverschiedenheiten beim Umschluss. 3,5 Jahre sind eine lange Zeit. Wie hast du sie rumbekommen? Naja, was man so macht. Sit-ups, Liegestützen, ab und zu eine Schlägerei beim Hofgang, als es noch gemeinsamen Hofgang gab. Ich habe auch versucht, ein paar Geschäfte aufzuziehen. Meine Gefängnisversicherung war eine ganz große Sache. Gefängnisversicherung? Ja, ich wollte Mithäftlinge gegen Übergriffe versichern. Verstehst du? Aber seitdem ich aus Trakt 17 weg bin, sind mir die Klienten abhanden gekommen. Hm. Was hast du angestellt? 38 Morde, 473 Einbrüche, 58 Fälle von schwerer Körperverletzung, 18 Raubüberfälle, 62 Fälle von Sachbeschädigung. Jedenfalls sind das die Sachen, die sie mir nachgewiesen haben. Hm. Wie bitte? Wie kam es dann dazu? Tja, ich hatte diesen Job in der Lower East Side. Du weißt schon, von Tür zu Tür. Guten Tag, Madam. Guten Tag, Sir. Ich habe ein Angebot für Sie. Ja, natürlich. Und die Geschäfte liefen nicht gut? Erst nicht. Aber ich bin dann dahinter gekommen, wie ich die Konjunktur ein bisschen ankurbeln kann. Weißt du, Versicherungen funktionieren nur dann, wenn die Leute Angst haben. Angst, dass ihnen etwas geklaut wird. Angst vor Einbrüchen. Hm. Angst, dass sie überfallen werden. Angst, dass sie sterben könnten. Oder ihre Angehörigen, dass sie einen Unfall haben, einen Finger verlieren, krank werden. Was auch immer. Angst ist der Schlüssel zum Versicherungswesen. Ich habe nur eine einzige Fortbildung gebraucht, um das zu begreifen. Und da hast du... ein bisschen nachgeholfen, ja. Na klar. Du glaubst gar nicht, wie schnell die Leute eine Versicherung abschließen, wenn sie erst gesehen haben, wie gefährlich das Leben sein kann. Es kann einem so verdammt viel passieren. Es ist schlimm, wirklich. Man ist nirgends mehr sicher. Bereust du gar nicht, was du getan hast? Wieso? Es hätte genauso gut mich treffen können, oder? Es laufen noch mehr solche Bastarde rum, wie ich einer bin. Hm. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Solltest du je hier rauskommen, was ich nicht glaube, mach nie einem Versicherungsvertreter die Tür auf. Ich werde dran denken. Ja. Besser ist das wahrscheinlich. Was erwartet dich hier? Ich schätze, dass ich bald dran bin. Wie kommst du darauf? Naja, ich habe seit 2 Jahren versucht, mich gut zu führen und ein paar Sondervergünstigungen zu bekommen. Mehr Hofgang, Zigaretten auf die Zelle, Ketchup für den ungenießbaren Fraß. Und natürlich nie etwas bekommen. Natürlich nicht. Von diesen kranken Bastarden doch nicht. Aber vor ein paar Tagen kam Burton dann beim Umschluss in meine Zelle und hat mir den Ketchup gegeben. Ich sollte ihn mir einteilen und es genießen, meinte er. Du meinst... Sie erfüllen dir so eine Art letzten Wunsch damit. So sehe ich das. Du meinst, die bringen dich wirklich um? Na klar, Mann. Hast du keine Angst? Ach, Unsinn. Ich bin hervorragend versichert. Mhm. Ob einem das Darf allerdings was... etwas anderes fragen? Wegen der Officers hier. Ja. Was kannst du mir über Officer Smith sagen? Officer Smith? Netter Kerl, oder? Ich bin mir nicht sicher. Pass auf, Kleiner. Er ist ein Psycho, das weiß jeder hier. Fall bloß nicht auf sein freundliches Gewäscher rein. Wie meinst du das, ein Psycho? Er ist der schlimmste Sadist, den dieser Knast zu bieten hat. Vielleicht abgesehen von den Irren im U-Trakt. Sogar Officer Burton hat Angst vor ihm. Was ist denn los mit ihm? Klassischer Fall von Wahn mit Angsttrauma, wenn du mich fragst. Mhm. Irgendwas haben sie mit ihm gemacht. Wäre ich nicht hier drin, würde ich ihm sofort eine Versicherung verkaufen. Okay, wie soll ich mich also verhalten ihm gegenüber? Verhalte dich ganz natürlich, dann geht alles in Ordnung. Aber ich gebe dir einen Tipp.
Du darfst ihn niemals erschrecken. Er ist normalerweise ganz ruhig, aber wenn er unsicher wird oder Angst bekommt, dann dreht er durch. Oh, oh, und was yeah. passiert dann? Wird er... Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er wird ohnmächtig, oder... Ah, du möchtest nicht dabei sein, wenn das andere passiert. Du meinst, er wird gewalttätig oder sowas? Ach komm, lass uns lieber nicht davon sprechen, okay? Ich habe gerade erst gegessen. Da wäre noch etwas. Was ist mit Officer Burton los? Ach der, diese feige Ratte. Der hat nichts weiter als eine große Klappe. Denk dir nichts dabei. Er kann einem ganz schön Angst machen. Ja, ja, aber das ist alles nur Show. Er versucht damit zu überdecken, dass er hier selbst Angst hat. Jeder Tag beim Dienst ist ein Spießrutenlauf für ihn. Hier draußen im Trakt markiert er den Drill Instructor, aber drüben in der Wachstube ist er so klein mit Hut. Wie kommt das? Sieh den beiden Jungs einfach mal ein bisschen zu. Du wirst sehen, hier sitzen nicht nur hinter den Gittern Verrückte. Darf ich dich noch etwas anderes fragen? Da wäre noch etwas. Kommst du mit runter in den Hof? Ich muss unbedingt frische Luft schnappen. Dieses Auf- und Abtigern in der Zelle kann auf Dauer nicht gesund sein. Nein, jetzt nicht. Wir dürfen sowieso nicht zusammen raus. Nur einzeln. Ich gehe gleich erst. Kannst du mir ein bisschen Brot leihen? Ich habe meins aufgegessen. Sorry, Kleiner. Aber ich brauche das noch. Warte einfach bis zur nächsten Mahlzeit. Kann ich mir mal deinen Ketchup borgen? Hey Mann, das ist eine Sondervergünstigung. Dafür musst du erst mal 2 Jahre sitzen. Ketchup ist eine Sondervergünstigung? Na klar, das ist ein Luxusartikel. Ich habe mich 2 Jahre gut geführt und dafür eine ganze verdammte Flasche Ketchup zum Essen bekommen. Wahnsinn, oder? Aber im Ernst, man lernt schnell den Wert solcher Dinge zu schätzen. Wenn du 2 Jahre trockenes Brot und verdünnte Suppe hinter dir hast, kommt dir ein bisschen Ketchup zum Essen vor wie eine Delikatesse. Darf ich dich noch etwas anderes fragen? Da wäre noch etwas. Anscheinend nicht. Okay, danke erstmal. Bis dann. Gut, dann geht's wohl jetzt zum Hof. Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ab in den Hof. Ah, Himmel. Luft. Tut verdammt gut, mal wieder draußen zu sein und wenigstens in einer Richtung keine Gitter zu sehen. Toller Hof. Zack, hier ist nix. Warum zieht denn die Maus ab? Oh, ein Baum. Entweder der Wachturm ist gar nicht besetzt, oder da oben ist ein Cambot installiert und ich sehe deshalb niemanden. Testing 1478 Wright. Berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Alles klar. Aber schön, ne? Komme ich hier nicht raus? Hallo? Ey. Hat sich das Spiel aufgehangen? Ernsthaft jetzt? Entweder der Wacht oder da oben ist... Wie komme ich denn hier raus? Ernsthaft jetzt? Hallo? Hier so nach rechts. Irgendwie kaputt. Ich bin begeistert. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ach, aha. Entweder oder da oben ist. Ja, das habe ich ja jetzt verstanden, aber. Hallo? Wieder gehst du hier mal wieder weg? Hallo?
Hallo? Ja. Interessant. Häftling 1478 Wright, berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Ja. Sehr schön. Ich komme hier nicht weg. Schande. Toll. Habe ich jetzt tatsächlich einen Bug gefunden? Also, naja, was heißt ein Bug, ne? Ich meine, unter Windows 7, dafür ist das Ding ja auch nicht programmiert. Ja, nö. Weiß ich nicht. Na komm, er schießt mich. Häftling 1478 Wright, berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Häftling 1478 Wright, berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Er scheint mir irgendwie falsch. Hallo, irgendwas. Tja. Gut, ich würde sagen, dann muss ich hier mal cutten. Oder ich cutte hier oder... Ja. Keine Ahnung. Wüsste halt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Tja, okay. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal wieder. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Tja, und da bin ich wieder. Und so. Das muss ich offensichtlich zuerst machen. Er ist ein wenig schreckhaft. Weg ist er. Nein, hier links lang. Ach nee, rechts lang ist auch okay. Schauen wir mal. Wäre cool. Nein. Nein, nicht. Nicht. So ist besser. Entweder der Wachturm ist gar nicht besetzt, oder da oben ist ein Cambot installiert und ich sehe deshalb niemanden. Das macht so auch alles viel mehr Sinn. Häftling 1478 Wright, berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Wollte ich auch gar nicht die Mauer. Gut, jetzt kommen wir hier auch wieder weg. War wohl ein Bug. Keine Ahnung. Entweder der Wach oder da oben. Okay, der ist auch nicht. Die Mauer sieht unüberwindlich aus. Häftling 1478 Wright, berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Alles klar, alles klar. Ich gehe schon wieder. So besser? Gut, hilft uns also nix. Häftling, ich habe den nur schon wieder vergessen, aber Häftling Wright geht dann lieber wieder in die Zelle zurück. Brett. Schauen wir mal nochmal zu Brett. Hey, Brett. Na, Mann? Schon ein bisschen eingelebt in unserem Palast. Ich hätte da noch mal ein paar Fragen. Okay, danke. Ich hab vergessen. Er hat eine Flasche Ketchup zum Essen. Bin neidenswert. Gut. Ja gut, in die Zelle wollte ich eigentlich noch nicht. Schauen wir nochmal, dass wir vielleicht nochmal mit dem Wärter sprechen können. Und sonst muss ich ja wohl doch in die Zelle. Officer Burton? Was gibt's denn, mein Junge? Ich hätte ein paar Fragen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber natürlich. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Warum nicht? Ich habe nicht viele Geheimnisse. Danke erstmal, Officer. Okay, right. Da hinten sieht man die Wachstube. Irgendein Maskottchen hängt an der Scheibe.
Ein Gehängter? Natürlich, wie witzig. Ha, ha. Ah, Peters Zelle. Na gut. Die sollte ich besser einstecken. Sonst wird sie mir womöglich bei der nächsten Zellendurchsuchung wieder weggenommen. Okay, Brot haben wir doch. Das ist die Scheibe Brot aus meiner Zelle. Die eiserne Reserve. Was ein Glück, dass ich die noch nicht aufgegessen habe. Wartet mal, kann ich die dann vielleicht benutzen? Um den Vogel am Anfang des Hofes. Schauen wir mal. Na, flieg nicht weg, mein Freund. Ach, wie praktisch. Ab in die Tasche. So haben wir es gern. Okay. Wäre ja auch gemein. Aber damit wissen wir schon mal, was wir mit dem Vogel irgendwas machen können. Und wir wissen auch, wie man da dran kommt. Tja. Dann bleibt ja eigentlich nur noch... Ups. Die oberen Zellen gehen zu. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen die Zellen unserer Etage gleich auf. Die automatische Gittertür. Der Rock, mit dem sie aufgeht, hat es in sich. Okay, du siehst unten nach den Türen. Hätte ich mit dem mal sprechen sollen. Und bleib ganz ruhig, in Ordnung. Atmen, okay? Na gut. Ich würde sagen... Kommen Sie raus, Wright. Ich muss Ihre Zelle kontrollieren. Sei's drum. So, ich denke, die Folge hier ist jetzt auch lang genug. Würde deshalb sagen, machen wir mal. Nur die Tür, Harry. Nur die Tür. Genau. Und deshalb würde ich sagen, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann in der nächsten Folge. Bis dahin.